Ups. Tada! Damit den kompletten Server wieder abgeschossen oder hält sich das noch in Grenzen? Also langsam tut mir das wirklich leid. Ja, zum Glück. Also wir brauchen wieder so ein Possessed Viech. Okay, ich habe einen Bug gefunden. Okay, dann ist das, liegt das am Shader? Blöd. Im Rechner nehme ich an. Alter Schwede, ey. Das habe ich aber auch noch nicht geschafft. Ja, ich denke mal, dann. Ich denke mal, dann machen wir eher Richtung. Wie heißt das gleich noch? Mystical Agrikultur. Und dann irgendwie später. Damit habe ich auch nicht gerechnet, dass er einfach so weg.
Okay. So, Pro. Okay, damit haben wir... Oh. Okay. Wer soll wo durchsteigen? Meinst du mit den Teleporter, den Bienen oder... alles maximal verwirrte. Ja, ich gebe mir Mühe. Also, es ist relativ einfach. Hier unten ist die Base, aber da der Server noch nicht neu gestartet wurde, ist unser Builder kaputt, weswegen wir hier nicht ordentlich weiterbauen können. Ja, und dann hier unten ist die Base, wo ich das hier eigentlich schön eine Kuppel machen wollte, aber das hat nicht ganz geklappt. Aber ja, mit den Bienen ist es eigentlich relativ einfach. Bekommen wir nach und nach immer mehr. Und mit diesen Upgrades machen wir 200% mehr Output. Also hier insgesamt 800% mehr. Ja, ja. Das geht schnell. Aber am besten finde ich immer noch den...
Den Skull. Aber da könnten wir mal eben. Oh. Moment. Oh. So. So. Gucken wir mal eben. Wo da. Gehen wir mal eben zum Spawn. Moin. Moin. Nicht gleich sterben. Nein, nein. Ja, ja. Wo bist du, René? Ach, hier. Oh mein Gott, hört sich das brutal an. René ist weg. Hat das Zusammenhänge? Wer weiß. Gott, was macht ihr denn hier? Er macht hier ihm was. Okay. Was passiert hier? Von wo kommt das? Was? Die Kühe! Hier unten. Ah. Oh Gott! Das darf keiner sehen. Ich hab nur noch 24 FPS. Ja. Ich bin bei. Kann ich nicht sehen, weil mein Spielerpanel war. Ah. Gott, oh Gott, oh Gott. wie kann man das einstellen? Ha, ich hab erstmal den Soundmuffler angemacht. Ja, den habe ich auch schon lange an. Sonst hältst du es überhaupt nicht aus. Nee. Stell dir mal vor, du baust hier die ganze Zeit und hast diese Kackkühe die ganze Zeit im Hintergrund. Also, mein Chat ruft nach Peter. Oh oh. Dann schnell raus hier. Geh raus. So. ja, ich hab glaube ich schon dreimal den Server zum Absturz gebracht, also ich. Ich krieg das schon noch ein bisschen öfter hin. Ja, jedes Mal, wenn wir den hier Sprachchat verwenden wollen, passiert immer irgendwas. Ach, das nächste Mal nehmen wir. Wir müssen einfach Menschen nehmen, dann kann Pedita auch nichts sagen, ne? Ja, mal gucken, ob er jetzt auch da bleibt. Frag dich nur, wie lange. Yep. Oh, er ist zu mir geportet.
Hi. Oh, hallo. Ich bin gerade selber von den Toten, aber... Ja, ich habe mich zu dir teleportiert und bumm, du warst offline. Ja, ich hab mich zu dir teleportiert in dem Moment. Ja, nee, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du ein Tool kennst. Aber eigentlich wäre es sinniger, wenn wir doch bei mir wären, tatsächlich. Kann ich dir besser erklären. So, und zwar hier hinten, wenn du einmal runter guckst, habe ich schon mal was ausgehoben. Und meine Frage ist jetzt, wie am besten ich das komplett einmal rundum von oben bis unten mit weißem Konkret verkleiden kann. Kennst du da was? Ja. Steht hier. Ah, okay. Und was muss ich da genau einstellen? Du nimmst dir einfach eine Shape Card. Mhm. Und wählst deine Ecken aus, so wie mit der Query. Mhm. Und dann kannst du Rechtsklick machen und kannst verschiedene Shapes aussuchen. Und da kannst du, wenn du Box hast, kannst du zum Beispiel da auch Hollow auswählen. Mhm. Und dann macht der nur die Außenränder. Okay, und dann exchange da auch die mit der, wo noch nicht ist, oder? Also du hast ja jetzt hier die Box ausgeschnitten. Genau. Und hier wird er einfach an den Rand dran setzen. Ah, okay, also müsste ich eigentlich noch einen größer ausheben, um die mit bündig mit dem Ding da zu sein. Genau, würde ich so machen. Ah, okay, dann hebe ich dann, setze ich nochmal außenrum nochmal in den Rand ein weiter raus. Ist ja schnell gemacht eigentlich. Genau. Ich sehe schon, der ist auch gerade schon fertig mit dem Ding hier. Das einzige Problem ist, wenn du hier die Decke machen willst, würde der die alles, was du hier gebaut hast, abbauen. Mhm. Ja, nee, ich würde jetzt nur ab dem Block hier, wo ich draufstehe, abwärts erstmal verkleiden. Den Rest oben würde ich dann selber per Hand machen. Mhm. Das ist ja nicht so viel Aufwand, sage ich jetzt mal. Aber jetzt nach unten hin komplett einmal alles zu verkleiden und ja, keine Ahnung, ne? Das ist halt viel Aufwand. Ja, das ist ein bisschen was. Das einzige Problem ist, wenn der Server crasht und du am Bauen oder Abreißen bist, kann der Bilder kaputt gehen. Ah, okay. Muss ich denn einen neuen bauen oder was? Nee, dann muss der Server neu gestartet werden. Ach so. Ja. Ja, mies. Ja. Hoffen wir mal, dass er nicht gleich die Biege macht. Also das Abbauen hat ja schon mal sehr gut geklappt. Aber hoffen wir mal, dass er gleich beim Aufbau dann nicht auch noch wieder... Nee, crasht er eigentlich nicht, aber ich habe mein beim letzten Crash geschrotet. Und seitdem wurde der Server anscheinend auch nicht mehr neu gestartet. Doch, eigentlich schon. Also gerade alleine gestern schon ist er ein paar Mal neu gestartet, weil er komplett down war. Wir haben ihn ein paar Mal zum Crashen gebracht. Er ist dann neu hochgefahren. Okay, ja. Dann sollte... Weißt du, wie man den Bilder als Ally hinzufügt? Nee, leider nicht. So dicke kenne ich mich mit dem Ding auch noch nicht aus, muss ich sagen. Deswegen fragte ich ja gerade, wie man das am sinnigsten macht. Mit dem Verkleiden und sowas, weil Marc meinte auch, dass das geht, aber ich kannte bis jetzt nur dieses Abbautool davon quasi, also die Abreißkarte hier. Query Card. Ja, man kann da auch verschiedene Shapes mitmachen. Zum Beispiel kannst du auch komplette Sphären damit bauen. Hm, okay. Moment. Klingt echt nice, sehr praktisch das Ding. Du kannst das ja hier jetzt so blau anzeigen lassen, ne? Ja. Geh mal in den Bilder rein und drück mal auf das Fragezeichen. Das Fragezeichen da oben. Genau. Und jetzt kannst du, wenn du auf Box draufklickst, kannst du auch verschiedene Shapes auswählen. Wenn du zum Beispiel jetzt Sphere auswählst und dann nochmal den Anzeige drückst, dann sollte hier so ein Mega-Ei auftauchen. Wenn du da jetzt einmal draufklickst, hast du da zig Optionen. Top Dome, Bottom Dome, Fair, ja, Zylinder. Genau. Prism. Ah, okay.
Wenn du jetzt, warte mal, zeig mal den Shape an von irgendwas, was keine Box ist. Den Shape, wo mache ich das denn? Subnet, hallo? Das ist der Rettungsring im Bilder selbst. Ah, hier, guck mal, rechts. Oh, du hast, auf den Knopf gedrückt und hast den Winkel geändert. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt kann er über uns sein. Yep. Oh. Hilfe. Naja, aber ich kann dir mal eben was zeigen. Du siehst ja jetzt, wie der Kasten so an sich ist. Und wenn du den jetzt auf eine Sphäre einstellst, wenn du jetzt nach draußen guckst, siehst ja, dass das so eine Sphäre ist. Ja. Wenn du jetzt mit der Clearing das ausbuddelst als Solid und dann mit einer Shapecard die gleiche Größe nimmst und dort Hollow machst, dann bedeckt er nur den Innenbereich von dem, was du ausbaust. Ah, okay. Genau. Nice, gut zu wissen. Ja, aber du brauchst halt ein Inventar mit komplett randvoll. Je nachdem, welchen Baustoff du haben willst. Ja, White Concrete, aber da habe ich eh eine Automation für. Dann lasse ich die gleich mal schon mal, keine Ahnung, 1000 Concrete oder mehr schon mal herstellen. Also für dann das Loch brauchst du so 10.000. Nur oh, das kriege ich hin. Nur ich um die Außenseite. Cobblestone Generator, der stellt einmal Kies und Sand her mit einer Work Station. Work Dingens, ja, keine Ahnung, irgendwas mit Work im Namen hat das. Stonework Factory oder so, ne? Genau, Stonework Factory. Und da wird dann halt Kies und Sand hergestellt und dadurch kann ich ja dann Concrete herstellen. Die Essence habe ich auch für Wirefarbe herzustellen, daher, das ist Full Auto mittlerweile. Ja. Ja, also wenn du da Fragen zu hast, kann ich dir da gerne auch noch mehr zu erklären. Damit habe ich meine komplette Base ausgehoben. Ich habe schon gesehen, du hast das auch so rund hingekriegt da, ne? Ja, genau, mit dem Zylinder. Du kannst auch die Höhen und so weiter festlegen. Mhm. Also du kannst das komplett bearbeiten. Warte, ich zeig dir das mal eben. Bleib mal da einfach stehen. So, und dann kannst du halt eine komplette Sphäre bauen, die ist jetzt 50x50x50. Mhm. Und du kannst dir das immer vorstellen in einem dreidimensionalen Raum. Dafür nehmen wir jetzt einfach mal deine Kiste da unten. Und genau da drinne wird er dann so gesehen dann eine Sphäre bauen, eine Box bauen und. Crazy, ey. Und dann passt er das automatisch an. Es gibt ein, zwei Sachen, wo er das nicht macht. Das ist zum Beispiel das Torus. Torus ist auch geil. Das ist für eine Space Station Hammer. Warte. Halt unnormal aus wie ein Todesstern. Yep. Das war falsch. Höhe 10. So. Oh ja, moin. Das meinte ich. Das hat auch übelst was, so als Space Station. Ja, hast du übelst recht. Genau, und dann kannst du halt nach und nach baust du den fertig. Setzt du den irgendwo anders hin und du kannst das halt
frei im Raum bewegen, so wie du es haben möchtest. Du kannst die ganzen Zahlen anpassen und der nimmt das Einzige, was du dann nicht verändern darfst, ist der die Position des Bilders, weil das ist immer sein sogenannter Nullpunkt. Mhm. Und dann alle Koordinaten, die du eingibst, sind dann immer vom Bilder aus. Ah, okay. Ja, da kann ich was mit anfangen. Ich bin im CNC-Bereich tätig, also Koordinaten kenne ich mich ein bisschen mit aus. Genau. Ist ein und dasselbe. Genau. Also der Nullpunkt ist immer der Bilder quasi. Genau, der Bilder nach vorne hin gesehen. Heißt, wir sind jetzt hier, wo wir stehen, sind wir im Plusbereich. Mhm. Und dann, wenn man vom Bilder aus zu weit nach links geht, also hier hin, sind wir dann links im Minus. Und dann nach rechts sind wir dann halt im Plus. Und ja, oben und unten dasselbe. Genau, das ist ja wie bei normalen CNC-Fräsen genau das gleiche. Da ist ja auch immer zu dir hin Minus und zu dir weg Plus. Genau. Quasi. Und ist ein und dasselbe und du kannst halt auch so richtig kitschige Sachen machen für morgen. Warte. Für die weiblichen Zuschauer dann. Jo, dann erstmal so ein riesen Herz oben über den Haus platzieren, wa? Ja, genau. Ja, und dann guck mal, was du dann machen kannst, ne, um es völlig zu übertreiben. Du packst alles in Kleber und nimmst dann ein Clockwork Bearing von Create und lässt es einfach. Lässt es drehen. Ja, genau, langsam drehen. Jo. Da hast du mir jetzt schon wieder was gezeigt. Ey, das wusste ich gar nicht, dass du das alles mit dem Ding machen kannst. Also mit Create kenne ich mich sofort aus, wo ich deinen Stream gestern noch angeguckt hatte, was du so danach gemacht hast, habe ich mir auch nur so gedacht, so, ah, okay, ja, wenn du es nicht weißt, dann ist das alles so okay, ne? Aber ich wusste schon, bevor du deinen Balken da bewegt hattest, dass der sich nicht komplett bewegen wird, weil der Kleber nicht einmal durchgängig war. Wie gesagt, ich habe nur so ein, zwei Sachen damit gemacht, aber überhaupt nicht viel. Mhm. Deswegen darf. Wie gesagt, wenn du was Komplexes machen willst, zur Not Bescheid geben, dann kann ich dir einen Tipp geben. Ja, gerne. Ja, aber also, was aktuell leider noch nicht mit RF-Tools geht, ist, man konnte mal Kompositionen bauen. Das heißt, du hast zig Sachen abgescannt. Und konntest die dann mit so einem Editor, fast schon 3D-Minecraft-Editor, im Spiel, konntest das in editieren und konntest ganze, so Floating Islands bauen mit verschiedenen Sachen, die du eingescannt hast. Also das ist ganz geil gewesen, aber das haben die seit Jahren nicht mehr drin. Das wäre echt cool, das hätte hier auch was gehabt, wenn du die ganzen kleinen weggenommen hättest und darüber noch so eine größere gesetzt hättest, so, ne? Weil ja. Das passt hier ja mit den Loch übelst rein. Ja, kannst so ja trotzdem. Ich hier nur kleine Islands. Kannst ja trotzdem noch machen. Es gibt von Building Gadget. Moment, hier haben wir es. Das sogenannte Copy-Paste-Tool. Und dann kannst das du kenne ich schon, da habe ich die Wege hier mitgemacht, tatsächlich. Ja, genau, habe ich damit auch gemacht, mit dem Exchange-Tool. Und was ganz lustig ist, was den Server gecrashed hat, aber du kannst auch den Cut-and-Paste machen. Also wenn du irgendwo eine coole Island findest, wo du sagst, okay, die brauche ich hier, schneidest du einmal komplett aus der Welt und fügst die dann hier einfach ein. Du musst ja dann halt nur links, unten und oben und rechts irgendwo in der Ecke dann einen Hilfsblock setzen, wo du die einmischen kannst. Und dann ist das easy, dann kannst du die ganze Insel mitnehmen. Ja. Oder halt auch andere Burgen hier, so Strukturen, wenn du sagst, ein Dungeon gefällt dir, einfach klauen. Ja, genau. Was aber cool ist, das Copy-Tool bedient sich auch aus deinem Rucksack. Heißt, du kannst deinen kompletten Rucksack voll machen mit den Materialien, die du haben willst. Und dann einfach mit dem Copy-Tool alles bauen. Ja, krass. Jo. Ja, das ist cool zu wissen. Ja, das wusste ich so zum Beispiel noch nicht. Ich habe das Copy-Paste-Tool bis jetzt nur im Creative geused. Das ist total geil, weil dann brauchst du zum Beispiel, ich habe jetzt bei dem Totenschädel nur ein Auge gebaut und das andere habe ich einfach kopiert.
Ja, dann, okay, das ist nice. Und mit dem Copy-Tool ist es halt auch geil, du kannst dann einfach, wenn du an der falschen Position bist, alles wieder rückgängig machen, das neu positionieren und wieder aufbauen, ohne dass du die ganze Zeit mit der Axt durch die Gegend laufen musst. Hm. Das ist schon mega. Das lohnt sich auf jeden Fall, die ganzen Gadgets, sag ich jetzt mal, die es da gibt. Ja, auf jeden Fall. Also, die nehmen auf jeden Fall Arbeit ab. Also, so habe ich da auch die Brücke gebaut. Ich habe, glaube ich, davon nur einen Pfeiler gesetzt und den Rest einfach nur kopiert. Ja. Ja, so den Tunnel haben wir zum Beispiel auch so gebaut. Wir haben ein Segment da gebaut und danach haben wir das einmal kopiert und dann immer eingefügt. Also. Ja, völlig entspannt. Aber was halt auch geil ist, du kannst damit auch Maschinen und so weiter kopieren. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel einen Treibstoffblock für Mechanism fertig machen und setzt dann einfach kopierst den dann einfach und setzt den dann einfach die ganze Zeit fort. Das Einzige, was du halt machen musst, ist, die ganzen Einstellungen werden nicht übernommen. Aber sonst brauchst du dann dir keinen Gedanken machen, wie du das bauen willst oder so, sondern einfach kopieren, einfügen, fertig. Eigentlich auch praktisch. Du musst dir nur die ganzen Gegenstände in den Rucksack packen. Ja. Irgendwo von jemandem, der einen Mechanismenreaktor gebaut hat, mal eben copy-pasten und dann bei dir in der Base einfach aufbauen lassen. Ne? Genau, das ist halt, oder was ein bisschen hart auf den Server geht, aber ich habe zum Beispiel damit einfach die ganzen, ich habe eine funktionierende Turbine gebaut und die dann einfach kopiert. Ja, nice. Ja, du kannst ja mehrere Turbinen mit einem Reaktor bedienen, ne? Genau, und dann hatte ich halt eine funktionierende und dann brauchte ich mir keinen Kopf mehr machen. Einmal kopiert und dann 18 Stück gesetzt. Ja, das zwingt aber wirklich den Server in die Knie. Ich glaube, das mache ich mit der Lithium-Produktion, dass ich einen der Tower baue und den zweiten dann einfach copy-paste. Das würde mir, glaube ich, echt viel Arbeit abnehmen. Ja, auf jeden Fall. Also das Gute bei denen ist, die funktionieren dann auch sofort. Die einzige Problematik ist, die Pipes, die connecten nicht. Da musst du dann einmal draufklicken und dann connecten die sofort und dann laufen die. Oh, nice. Aber das kann auch passieren bei manchmal, wenn keiner mehr in der Dimension hier ist und man dann rausgeht und wieder reinkommt, dass die Pipes dann einen kurzen Bug haben. Das ist uns auch immer aufgefallen. Oh. Aber mit der Anzahl von Spielern ist eigentlich immer einer in der Home-Dimension hier. Ja, also das ist zum Glück so. Aber außer du bist zu unchristlichen Zeiten da, dann braucht man auch nichts erwarten. Ja, ich bin zu normalen Arbeitszeiten hier, also von 18 bis 21, 21, 30. Ja, ich bin meistens momentan so von, ja, auch circa 18 Uhr. Heute war ich ein bisschen früher da, so ab Nachmittag schon. Aber sonst immer so 18, 19 Uhr und dann bis 0 Uhr maximal. Oh Gott. Ja, ich schlafe dafür am Wochenende immer mehr. So, wenn ich jetzt so Frühschicht habe, dann stehe ich um 5 Uhr auf, also um 4 Uhr klingelt der erste Wecker und dann im Viertelstundentakt quasi bis 5 Uhr stehe ich dann auf. Oh Gott. Und dann geht 20 nach für mich los zur Arbeit und um 15:15 fange ich dann an, 17:45 quasi. So. Oh. Von daher ist wirklich maximal 0 Uhr Schicht, weil sonst geht gar nichts mehr bei mir. Das ist das Maximalste, was ich ausreizen kann. Nee, bei mir ist eher das Problem, ich könnte das auch machen, nur meine Problematik ist, wenn ich vom PC weg bin, brauche ich noch so eine gute 1,5 bis 2 Stunden, bis ich wirklich runtergekommen bin, um dann zu pennen. Und dann ist es 2 Uhr morgens und das geht nicht. Ja, okay. Ja, das ist verständlich. Dann würde ich das auch nicht machen. Ja, und dann am Wochenende halt irgendwie 10, 11, 12 Stunden reinballern, das geht dann schon. Ja, man hat halt immer so, wenn man erstmal angefangen hat, dann ist man so unter wie auf Drogen, so, keine Ahnung, man hat so Bock zu bauen und zu machen und so. Man kann dann nicht einfach weggehen und sagen so, ah, Mann, ich will nicht mehr so. Das ist schwierig. Ja, deswegen überlege ich mir immer, was ich bauen will und was für Projekte ich dann an dem einen Tag mache. Das sind dann immer nur so kleine Sachen wie das Auge setzen, ein paar Upgrades einsetzen und ja, neue Bienen. Mhm. Dann am Wochenende mache ich dann irgendwas Größeres. Aber gut, da bin ich unstrukturiert. Ich lasse das immer spontan auf mich zukommen, wo ich gerade Lust drauf habe, weil ich dann mal gehe ich an die eine Mod ran, dann sage ich wieder, okay, ich mache Autocrafting ein bisschen weiter. Denn jetzt zum Beispiel hatte ich irgendwie Bock, den Tunnel schon mal auszuheben für den Mechanismenreaktor, weil ich da jetzt das Autocrafting für die ganzen Casings und
Reactor Glasses und so schon vorbereitet hatte. Ja. Heißt, ich muss gleich dann nur noch einmal bestellen und dann, dann läuft das durch, ja, alles sauber. Also Yannick, du Ärmster, ich könnte das nicht. Das lieb ich. Ich bin immer so Crafting-faul, weißt du, mit den ganzen Maschinen, ja, die ganzen Alloys herstellen und ach Mann, ey, da habe ich immer gar keinen Bock drauf. So, und die Prozessorenteils für Refined Storage und sowas, das habe ich alles einfach fertig automatisiert, weil das ist immer hochcraften, ey, das nervt so hart. Da musst du zu der Maschine rennen, dann musst du da wieder Redstone reinpacken, dann wieder Eisen, dann musst du wieder alles leer pumpen, wenn du nur eine Maschine hast, musst dann die Diamond reinpacken, musst dann wieder das Redstone-Alloy reinpacken. Oh, und dann bist du da nur zugange mit Hochcraften. Ja, also alles, was ich irgendwie mehr als 10-mal brauche, packe ich mir auch ein Auto-Crafting-Rezept rein. Also ich habe mittlerweile, ich glaube auch schon 6 Nether-Crafter voll mit Rezepten. Ach krass. Nee, so extrem bin ich. Also ich hab zwar mehrere Crafter, aber ich habe bis jetzt nur 6 Crafter und da sind immer noch Iron Crafter. Also die normalen Rezepte, die sind noch entspannt bei mir. Also ich habe das meiste an Maschinen gebunden bei mir, sage ich jetzt mal, ne? Ja. Mit den ganzen Öfen und sowas. Ich glaube, ich habe 3 Öfen in Gange, 3 Crusher, 3 Infuser und noch 3, wie heißen die anderen Dinger da nochmal, die stellen aus Obsidian, auch Obsidian Dust her, ich weiß bloß gerade nicht mehr, wie die heißen. Enrichment Factory? Genau, da habe ich auch nochmal 3 Stück von automatisiert. Ja. Ja, also das wird auch bei mir automatisch laufen, aber ich habe zum Beispiel viel gerade eben mit der Frame-Mod gemacht und da musst du halt den einen Frame bauen, damit du den anderen Frame bauen kannst, damit du den dritten Frame bauen kannst und dann mit dem Hammer draufhauen und dann kriegst du den vierten Frame. Und das hat ein Level von Nerv erreicht und dann kommen da nur noch Auto-Crafting-Rezepte rein. Ja, kann ich verstehen. Alleine für die Frame-Door brauchst du ja schon dann 2 Frame-Blöcke und eine Tür. Ja, nee, genau. Ein Frame-Block und eine Tür, so war das, glaube ich. Und dann musst du ja erstmal die Frame-Blöcke machen, die Türen und dann, ja. Ja, genau. Kann ich schon verstehen. Da ist schon instant so, keine Lust. Ja, genau. Oder was ich auch noch machen werde, ist Create immer diese, mit denen hier zum Beispiel, mit dem Finger Brass Hand. Ja. Die ganzen Casings und so machen willst, das werde ich auch noch sowas von automatisieren. Das geht einen so auf den Sack, denn immer erstmal ein Lock hin platzieren, dann upstrippen, dann das in die zweite Hand nehmen, die Hand, dann Andesit Alloy nehmen und dann, ach Gott. Ja, da habe ich noch einen Tipp für. Guck dir mal die Mod Router an. Da kann man irgendwie es einstellen, dass der einen Rechtsklick vom Spieler simulieren soll. Und du kannst dem ein Item in die Hand drücken, was der auf einen Block anwenden soll, der vor ihm ist. Und dann kannst du mit einem Refined Placer, kannst du zum Beispiel einen Woodblock setzen. Dann das Endersight drauf anwenden und dann mit dem Destructor wieder abbauen lassen. Und schon hast du dieses komplette Create umgangen und machst das Ganze über Refine Storage und Router. Ja, das klingt nice. Das werde ich mir auf jeden Fall mal merken. Ja, und damit kannst du halt noch viel mehr Sachen machen. Ich habe damit damit kann man auch Bienen und so weiter automatisieren oder auch Feld abbauen und. Hm. Das klingt auf jeden Fall mega praktisch. Aber es gibt kaum Anleitungen dafür und irgendwie im Internet findet man dann irgendwie irgendwas auf Polnisch und guckt sich dann einfach das Video dazu an, um in der Hoffnung, man kriegt das irgendwie hin. Hast du eigentlich das Problem jetzt noch gefixt gehabt mit vorhin bei deiner Mob-Farm hier, Friendly Mob-Farm, hast du ja nur unten den Balken zum Schieben gemacht, ne? Ja. Hast du das jetzt auch hingekriegt, dass diese Fliegedinger da jetzt zerstört werden? Nö, die fliegen da immer noch rum, aber da werden zum Glück nur irgendwie 6 Stück gespawnt und das war's. Achso, ja, ansonsten hätte ich dir empfohlen, den Ventilator von oben an der Decke zu platzieren, dass er runterföhnt und dann hätte ich nochmal den Superglue genommen und dann unten den Balken mit der vorderen Wand verbunden, dass er einmal die ganze Wand nach vorne schiebt, so, weil dann schiebt er die einmal bis zur Kante weg quasi, da kann dann auch nichts hinter
Und dann kannst du von oben den Ventilator nehmen und die alle nach unten pusten lassen. Ja, okay, das wäre auch noch eine Idee. Weil du kannst ja nicht nur den Balken unten nehmen, dann gehst du unten auf den Balken in die Ecke und gehst oben rechts in die Ecke von der Wand quasi. Dann hat er einmal nur die vorderste Wand angeplaced, also geklebt, mit der Lampe drin und allen. Und dann bewegt er einfach die ganze Wand mit dem Block da unten zusammen, ne? Ja. Ja, nee, das werde ich mir auch nochmal angucken. Also das ist aber auch gerade nur provisorisch, also da kommt noch was komplett anderes hin. Ach so. Also das war jetzt nur, um Leder zu bekommen. Aber jetzt, wo es gerade dunkel ist, du musst dir mal den Totenschädel angucken. Ich glaube, der kommt jetzt richtig gut. Ah, nice, da komme ich mal eben mit. Alter, ja, Mann. Das und kommt richtig gut. Unter Shadern sieht das natürlich noch besser aus. Ja, ich habe auch Shader und ich kann nur mit Shader spielen. Ich hasse es, ohne Shader zu spielen. Ja, ohne Shader sieht das echt kacke aus. Ja, ohne Shader sieht allgemein alles kacke aus, weil das so farblos und lustlos aussieht. Keine Ahnung. Ja, das sieht so auf jeden Fall. Nee, Mann, das sieht ja mega geil aus, ey. Ja, und in die Mitte, da wo die Nase jetzt gerade noch leuchtet, hatte ich gedacht, mit Blood Magic da irgendwie ein Opferaltar oder sowas hinzusetzen. Also, dass du da reingucken kannst und siehst dann die ganze Zeit irgendwelche Villager sterben. Mhm. Ja, das hätte auch was. Tatsächlich, das, ja, das wäre nice. Ja, und das, was ich auch noch cool finde, durch die Mob-Farm, die da unten links in der Ecke ist, tauchen jetzt überall diese Geister auf und die fliegen hier schon rum. Stimmt, ja. Ich sehe sie in der Ecke da. Ah. Mal gucken. Ja, vor allen Dingen, wenn du den Friedhof hier noch machst und so. Irgendwas konnte man mit diesen Grabsteinen im Friedhof noch machen. Wenn du da Soul Dust draufschmeißt oder so, konntest du da sogar noch irgendwas kriegen. Ich bin mir aber nicht sicher, was. Dann brauchst du auch noch diese Laternen und sowas. Da gab es irgendwas, konntest du mit dieser Mod auch machen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, was es war. Irgendeiner hatte mir das mal gezeigt, aber ich habe schon wieder vergessen, weil es so ewig lange her war. Ja, ich habe mir auch nur so ein bisschen was angeguckt. Was aber cool ist, durch die, wie heißen sie gleich noch? Durch die, wie heißt das? Durch den Grabstein entsteht Nebel und wenn da ein paar mehr sind, hoffe ich, dass die komplette Umgebung da einbunkern werden oder einnebeln werden. Mhm. Warte mal, zur Not gibt es glaube ich auch noch andere Möglichkeiten mit Nebel, falls dir das noch nicht reicht. Waren das nochmal? Also es gibt ja auch noch diese Effektblöcke, also du könntest, also zum Beispiel, ja, also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn du einen Ventilator platzierst, da vorne einen Schwamm mit Wasser und daneben einen Seifenblock zum Beispiel, dann kannst du zum Beispiel auch Blubberblasen durch die Luft fliegen lassen, falls du das noch nicht wusstest. Nee, die das fliegen wusste hier ich über so Blubberbläschen durch die Luft. Ach du Kacke. Ja, deswegen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich bin mir aber nicht mehr gerade sicher, was das mit Nebel war. Irgendwie Trockeneis und Wasser oder so war das, glaube ich. Also ein Ventilator, dann einen Sponge mit Wasser und daneben einen Trockeneisblock oder davor. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Damit konntest du so Nebel beschwören. Und das könntest du ja halt dann auch zum Beispiel hinter den Nasenlöchern verstecken und dann würde der halt so Nebel ausatmen so und dann wird das so nach unten gehen, ne? Auf den Friedhof. Oh, das wäre auch geil. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher ganz genau, wie es war. Ich weiß nur, dass da mal was ging. Ich habe gerade einen Fog-Projektor gefunden. Den will ich gerade mal ausprobieren. Oh ja, also ich hoffe, der ist auch gar nicht so teuer. Naja. Das wäre auch noch eine interessante Sache. Da würdest du dir auf jeden Fall schon mal 3 Blöcke mit sparen. Das ist ja nur eine. Ist natürlich die Frage, wie qualitativ gut ist der Nebel. Das stimmt. Und ob die Frage ist denn halt auch, ob man das denn auch sieht, wenn man nicht Shader anhat oder ob das denn nur wir sehen. Oh mein Gott. Oh, ja, Partikel. Ah ja, ich sehe es gerade, ich habe auch mal drauf geklickt. So.
Oh mein Gott, mach mal den Shader aus. Oh! Ach du Heilige! Ich sehe ja gar nichts mehr hier. Also doch schon, aber nicht viel. Himmel! Okay. Interessant. Okay, Fox Drain. Schade, dass man das nicht so mit dem Dingens so gut sieht, mit den Shader. Oder es kommt nicht so rüber, vielleicht das. Ja. Okay, der macht irgendwie einen Fog of War oder so. Was kannst du auch richtig einstellen hier? Partikelgröße, Tinkness. Wäre natürlich geil für. Geil wäre, dass wenn du Gott. Irgendwo im Himmel was hast, ne? Ja. Dass du dann oben eine Plattform hast und darunter dann gar nichts mehr siehst, so weil da alles voller Nebel ist, so. Ja, und mit Shader siehst du halt wirklich gar nichts, ehrlich gesagt. Ja, das ist echt schade. Ja, aber der macht im ohne Shader einen richtig geilen Flow. Das auf jeden Fall. Ohne sieht's geil aus. Also für die Leute, die denn mit ohne Shader spielen, die kommen hier hin so, hä? Was ist denn hier los? Und dann die Leute, die mit Shader spielen, hä, was meinst du denn? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja. Ja, nice. Alter Schwede. Das ist eine lustige Mob. Nice, nice. Ja, vielleicht gibt's da noch irgendwas anderes. Ja, wie gesagt, halt, wenn du einen Ventilator, einen Sponge und ein Trockeneis hast, kannst du das ja mal testen. Ja. Oder normales Eis, ich weiß es ja gar nicht mehr. Ich glaube aber, dass es Trockeneis war. Hm. Ja, vielleicht kann man auch noch hier mit dem Coriel Tombstone. Hm. Noch weitere Sachen machen. Hallo. Ach ja, er sieht es ja nicht. Er spielt ja mit Shader, ohne Shader, deswegen ist er hier voll vernebelt. Warte, das muss ich jetzt mal direkt testen. Wenn du Shader anhättest, Calvin, würdest du das nicht so extrem sehen. Bei dir sieht das halt übelst extrem aus ohne Shader. Ja, ich weiß auch, was die Elektro ist, mit einem Mal die Server zum Treffen gebracht hat. Ne, ne? Und? Er war der einmal der Übeltäter, warum es gecrashed ist. Oh, da schon. Nicht mehr, da war er nicht mehr da. Da war es nicht mehr. Nein, nein, wir haben das auch geregelt bekommen. Wir haben alle dann gewartet, er ist alleine drauf und kann sich dann kopieren. Dann geht es. Ich weiß was, ich hab's ja schon im Vorfeld gesehen, was du gebraucht hast. Aber ohne Shader sieht das jetzt richtig cool aus mit dem Hautarten. Ja, das dachte ich mir auch. Dann ist das die. Sie machen Star Wars? Nee, das soll ein Grab werden. Aber jetzt sieht das wirklich aus wie Lord Helmchen. Ja. Immer diese Lord Helmchen.
Mann, so schade, dass du es ohne mit Shader nicht siehst, ey. Das ist so ärgerlich. Ich kann ohne Shader nicht spielen. Da leuchten die Augen auch nicht so schön wie mit Shader, finde ich. Leckt das bei dir oder bin ich das Problem? Ich glaube, das sind wirklich die, der Fock, der zwingt den Server gerade echt runter. Oder das Spiel, ich habe 6 FPS. Okay, lassen wir das lieber. Ich habe sogar mit Shader mehr FPS als ohne. Was ist denn das für Müll? Ja, ich glaube, das ist der, wirklich der Nebel, der da die Probleme verursacht. Das kann gut sein. Ja, okay. Aber... Hat aber auf jeden Fall was. Ja, das auf jeden Fall, aber durch die Tombstones oder Tombstones kommt ja auch Nebel und der kommt auch durch einen Shader durch, aber auch nur nachts, das finde ich ganz cool. Und der macht das so im Umkreis von 5 Blöcken. Wenn man also ein paar mehr Gräber setzt und das halt so richtig friedhofmäßig macht, dann sollte das eigentlich auch relativ gut aussehen. Ja, mal gucken. Und das mit den Nasenlingen kannst du ja, wie ich schon sagte, mit dem Trockeneis uns auch hinkriegen, dass er da so rausatmet. Ja. Hat auch was. Und dann kann dahinter dann so die Villager, die sterben. Ich glaube, das hat richtig was. Ja. Da sind wir am Testen. Aber Dry Ice, das will ich jetzt nochmal ausprobieren. Dann lassen wir einen Wet Sponge und einen Ventilator. Okay. Nur einen Ventilator habe ich nicht. Ja, wichtig ist, dass du dann den Ventilator hinter den Dingen setzt, hier Wet Sponge. Okay. Von welchem Mod denn den Ventilator? Von Create wahrscheinlich, ne? Ja, den du auch auf jeden Fall da bei dir hattest, ja, den Ventilator. Encased Fan. Gut. Mob-Fan, ja. Ach so. Mob-Fan einfach nur. Das läuft über Redstone. Weil das funktioniert über die Mod Supplementaries. Mal, was kosten Seife? Hast du noch Asche, Raw Pork Chop und Wassereimer? Moment, wo haben wir denn? Wie heißt dann denn? Dann kann ich dir das sagen. Soap. Mit den, genau, Zooblock. Das wäre mit Seifenblasen. Wenn du da drüber einen Zooblock platzierst, dann. Ist das zum Beispiel mit Seifenblasen? Vielleicht ist das auch der falsche Ventilator, den ich hier gerade meine. Ja, das könnte auch sein. Ich lass mich mal anleiten. Viel Spaß noch! René, dann hast du denn Zeit. Ja, ich komm gleich rüber, wieder zu mir. Alles Wieso? Klar. Was brauchst du denn von mir? Ich hab da so ein 7x7x7-Problem. Ach Mann,
Ich hab gedacht, den willst du jetzt mal alleine bauen. Ich hab ihn dir schon berechnet. Ich bin gerade selber dabei, bei mir die Base in den Reaktor reinzuschrubben. Meiner ist ja noch Südling dein. Ja, ja, klar. Ich glaube, das ist der verkehrte Fan, den wir hier haben. Ja, glaube ich auch. Ach, Kelvin, hast du die neueste Konstruktion bei René schon gesehen? Du meinst das Riesenherz? Ja. Das kann ich von meinem Haus aus sehen. Ich glaube, ich eine Rakete reinjage. Warum? Was hast du denn gegen Herzen? Es ist in meiner Sichtreichweite. Das ist nicht gut. Ab morgen wird es sich auch noch drehen. Kannst du das nicht in sein Riesenloch da reinsetzen? Nö. Das muss ich da hier. Guck mal. B-Loaves an. Also gib mal Add Supplementaries ein. Ja. Na gut, und da wir sehen ist, uns. Ist ja so ein Jo, viel Spaß. Auf der zweiten Seite. Ich glaube, der ist das. Zweiten Seite? Ah. Ja. B-Loaves heißt er, glaube ich. Deswegen funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Das ist der Blasebalg, ne? Mhm. Back. Ich wollte schon fragen, chillt er da? Wenn der aufhüpft, müsste der eigentlich schon gehen. Falsch rum aufgebaut. Oh mein Gott. Und wie kann ich den automatisieren? Ich glaube mit Redstone. Ich muss mir das, also ich habe das mal in einem Vorstellungsvideo gesehen. Guck mal hier. Ja. Die Seifenblasen gehen. Oh mein Gott. Warte mal eben. Das. Es gibt nämlich von RF Tools den Timer. Und damit hatte ich schon gesehen, ich hatte mich schon gefragt, was man als Lock benutzen kann, aber dann hast du mir das sogar gezeigt. Oh, super. Oh, Kacke. Das einzige Problem ist das Positionieren von den blöden Teilen. Ja, das ist ja auch mit so vielen Sachen so, auch mit den ganzen Blockabbaugeräten und sowas, ne? Vielleicht braucht das einen Redstone, also einen direkten Redstone. Ach, das war der Rotz. Der gibt ein zu kurzes Signal wahrscheinlich aus. Der gibt ein zu kurzes Signal ab. Guck mal, der macht nur ganz bisschen so putsch. Oh, das funktioniert sogar unter Shadern. Ja. Blub, 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 blub. So, wenn ich jetzt den Seifen... Genau. Macht er dann Nebel? Oder war das Eis normal? Es könnte natürlich sein, dass er irgendwie Blue Eyes braucht oder so. Ja, das ist rein Supplementaries, dieser Kram. Deswegen, das hatte ich in den Showcase von Supplementaries gesehen. Das hat Leda vorgestellt. Mhm. Können wir ja jetzt mal eben fix ausprobieren. Also das hier wäre normales Eis. Ja, da passiert schon mal nichts. Packed Eis. Oder muss das oben drüber sein? Nee, ich glaube, das ist Hauptsache neben dem Block, so wie bei den bei der Seife auch. Oh, nee. Hm. Wo
warum funktioniert das denn nicht? Mit den Seiten scheint ja zu funktionieren. Komm bloß nicht so böse rüber, wenn du da Seife aus Seifenblasen aus der Nase kommen lässt. Dann hättest du das doch eher mit den schielenden Augen machen müssen. Ja. Es gibt aber auch eine Vanilla-Möglichkeit, sehe ich gerade. Okay. Mockmaschinen. Hätte ja, wäre ja wie Fock. Ja. Spring Launcher. Ah, okay. Ja, geht Vanilla, aber ist über einen Command-Block. Ja, okay, nee. Gucken, ob es im Wiki dazu irgendwas gibt. In der Vanilla-Version haben sie das so gemacht, dass die den vom Campfire die Partikel, das den Rauch quasi dauerhaft gespawnt haben, quasi. Ah, okay. Und dadurch sieht das halt aus, dass da übelst Rauch rauskommt, so, ne? Ja. Wäre aber nicht so die geilste Lösung, weil das nur nach oben hinweg geht. So, das wäre jetzt nicht dieses nach unten fallender Rauch, so, ne? Mhm. Ja, ich will es irgendwie, dass es über den Boden sickert, eigentlich wie Wasser. Mhm. So, ich guck gerade im offiziellen Wiki. Mal sehen, was es hier gibt. Nee, es gibt nur Bubbles. Okay. Schade. Bin der Meinung, aber ja, kann auch sein, dass ich mich getäuscht habe. Das weiß ich nicht. Ja, aber alles gut. Aber das wäre echt lustig gewesen. Das wäre irgendwie, hätte man da. Aber wenn du ja sagst, mit den Grabsteinen, das funktioniert, kann man da ja bestimmt auch irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Wie ist das? Grabstein hast du nicht zufällig da, oder? Hier hinten ist einer. Ja,
ich sehe schon, da ist auch dieser Nebel. Frage ist, wenn auch der Nebel von Luft beeinflusst wird von diesem Karsebalg, dass du den wegpusten kannst. Oh, testen wir mal. Das ist aber auch eine sehr gute Idee. Ah. Aber wenn ich hier jetzt die Gräben in verschiedenen Höhen anbringe, dann sollte das ja eigentlich passen. Ja. Ja, aber was ich schade finde, ist jetzt, dass du hier wirklich nicht... dass er hier nicht runterfließt, sag ich jetzt mal. Das stimmt. Das ist nur so eine Umrandung quasi und Kabelkupplung. Ja. Aber wenigstens mit Shader sichtbar. Genau, das war das Wichtigste. Es gibt ja auch verschiedene Gräber, sehe ich hier gerade. Ja, genau. Das sind halt, du kannst die bauen, die du sonst über den Mod einstellen konntest. Hm. Ah, nice. Kannst du auch richtig schön dekorieren, so mit ein paar verschiedenen so. Ja. Kannst du noch ein paar Namen draufschreiben vom verstorbenen Haus hier, die du mal in Minecraft hattest oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man da draufschreiben kann. Nee. Ja, das ist schade. Das wäre ja noch was. Ja, ich glaube, du kannst nur auf deinen eigenen. Hättest du hinschreiben können. Hier liegt, keine Ahnung, mein Humor begraben. Ja, das wäre auch eine Idee. Ah. Aber es gibt auch nichts mit Effekt oder Partikel oder sonstiges. Ja, halt nur Command-Blöcke in dem Sinne und die kannst du nicht craften, ne? Ja, da... Das wäre ja auch langweilig. Ich glaube, ich suche mal beim nächsten Update. Wir wollen ja eh ein Update machen. Mal gucken, ob es einen Fog-Maschinen-Mod gibt. Dann bringe ich die rein, dann will ich die auch benutzen bei mir auf dem Grundstück. Mal ja. Richtig alles voller Nebel, so. Das wird es bestimmt safe geben. Irgendeiner ist da schon mal drauf gekommen, safe. Ja, klar. Also, wenn es schon diese... wie heißt sie vielleicht noch? Wenn es schon Chimneys gibt, dann wird es auch sowas geben. Ja doch, es gibt das wirklich. Das Ding ist, die heißt DJ Party Mod. Da hast du auch DJ Pult und Controller mit drin. Und dann halt so DJ Nebelmaschinen, die sich so über den Boden ausbreiten. Oh Gott. Ah, das wäre so witzig. Ich bin im Einkaufszentrum, ich baue da ein DJ Pult hin. Ja, das könnte man an sich ja wirklich machen. Machst du so Party im Einkaufszentrum so. Und dann kommt da so die Crowd raus. So. Ja. Oh, schade. Na, das wäre auch eine gute Idee gewesen. Aber ein DJ-Mischpult, ey. Oh.
Ja, das hat auch so Partikel, ne? Aber halt nur so kleine. Ja. Generator-Part. Frage ist, ob du mit dem Flamethrower zum Beispiel, kommt ja auch Feuer raus, so, das siehst du ja auch. Aber ob da, ob du das zum Beispiel auch in den Dispenser packen könntest oder sowas, würde mich auch mal interessieren. Ja, aber den Flamethrower habe ich über meine Dingsens nicht gesehen. Über den Mod. Aha, du siehst das nicht, okay. Weil der ist ja vom Mechanism, der Flamethrower. Ja, den sehe ich noch nicht mal mit Shadern aus. Ja, wahrscheinlich siehst du nur dieses Tröpfeln jetzt von jetzt, ne? Ja, genau. Ah, jetzt. Weil der macht ja auch so Feuer. Ja, der funktioniert auch nur ohne Shader bei anderen anscheinend. Das ist schon wieder das Shader-Problem, ey. Ja, ich baue ja so, dass es für mich gut aussieht und nicht für andere, also. Ja, das ist schon klar. Verstehe ich. Mache ich auch immer. Ja. Das muss in meinem Texture-Pack gut aussehen, nicht in das von anderen. Ja. So sehe ich das auch. Und das hier sind immer so diese dünnen Bäumchen, ne? Ja, ganz gefährlich auszusprechen. Ich weiß nicht, ob es da Ärger von Twitch gibt. Na, ich glaube nicht. Nee. Wenn du die Betonung richtig legst. Ja, ist ja dasselbe auch mit meinem Namen. Ja, schon, ja. Wenn die Betonung richtig liegt. Aber es wird ja mit Dekok rausgesprochen, ne? Das ja, genau. Genau, okay. Ja, ich hab immer voll so da eh so, ja, nee, warte mal, ich glaube, das wird ein E. Ja. Nee, das war die einfache Idee dahinter. Das bisschen lustig muss es ja sein. Ja, beim ersten Mal hören auf jeden Fall. Da denkst du schon so, okay, ja, doch, echt. Was ich mir auch gerade dachte, vielleicht gibt es da auch irgendeine Möglichkeit von Blood Magic, weil da kann ich mir das gut vorstellen. Oh ja, true. Aber naja. So, das ist ganz schön spät geworden. Ich muss jetzt gleich mal ins Bett gehen. Ja, dann will ich dich auch gar nicht weiter aufhalten, denn mach noch schnell zu Ende, was du schaffen willst und dann wünsche ich dir eine gute Nacht, ne? Genau, dankeschön. Und gleichfalls. Wenn wir eine Mod draufbringen, gebe ich dir nochmal Bescheid. Ja, aber jetzt nicht unbedingt großartig suchen, ne? Also das wäre nur cool, nicht zwingend. Ja, alles klar, weiß Bescheid. Okay, super. Bis dann, ciao. So. Dann. Ups. Falsch. Oh, er ist beim Teleportieren einfach geleftet. Ja, das ist echt problematisch. Aber war ganz lustig, fand ich jetzt. Auch das mit den Fox, dass wir damit einfach mal so straight up den Server zum... ja, es tut mir leid. Aber dass wir den Server zum Längen bringen mit so einem blöden Fox-Teil ist auch lustig. Finde ich zumindest. So. Ja. Aber dafür ist jetzt eigentlich Feierabend. Wir haben ein bisschen was geschafft. Das hier ist dazugekommen. Und oben der Totenkopf hat jetzt Augen bekommen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Also langsam bildet sich da was. Und dann
werde ich dann morgen die Krone aufsetzen und dann denke ich mal anfangen, hier die Türme zu designen, die ich dann hier links und rechts daneben setzen wollte. Ich weiß nicht, ob ich die größer mache oder so auf diese Höhe hier. So ein bisschen über die Augen rüber.